so ein Mist, es fällt mir nicht mehr ein. Dann kauf ich eben viel Gemüse und ein bisschen Obst, denn das ist wenigstens gesund. Die Piraten, die Piraten schießen heute aus Versehen mit Tomaten. Und auf ihren riesigen Kanonen fliegen statt Kanonenkugeln nur Melonen. Die Piraten stechen froh genug in See. Aber plötzlich merken sie, oh je, das ganze Schiff und nicht nur die Kombüse. Hallo. Vati, ja, Zeitung. Da oben, rechts rein. Danke. Nee. Eins, zwei, drei. Panama! Das war alles geplant von unserem Captain Julio Carcas. Ja, ja. Das war so. Wir haben vor vielen Jahren unsere Crew verloren. Und wir wollten ein Schiff überfallen. Und darum haben wir neue Piraten gebraucht. Für das haben wir uns getarnt, in der spanischen Krone eingeschlichen und uns als Matrosen ausgegeben. Matrosen. Wir brauchen ein Schiff, haben wir gesagt. Und 50 Mal. Was haben wir denn auch bekommen? Hat super geklappt. Und dann, als wir hier auf unserer Insel angekommen sind, haben wir unsere Crew gemeutert und dann klar gemacht, dass sie keine Matrosen sind, sondern dass sie ab dem Tag Piraten sind. Dort hinten haben wir auch einen schönen Fahnenmast auf unser Land gesteckt. Ja. Sind teilweise recht verfetzt. Sind's? Und wenn ich Danke sage, möchte ich im Namen der ganzen Leitung auch nochmal Danke sagen für euer Vertrauen, dass ihr eure Kinder uns für diese zwei Wochen in die Hände gebt. Und dass wir mit ihnen so ein cooles Lager durchführen können. Das macht den Kindern hoffentlich Spass und auch uns mega. Und es ist ein mega cooles Erlebnis jedes Mal. Das ist Sauna. Hier oben haben wir das Fennerzelt, Fenner und Jungfenner. Hier unten sind Zelte von Teufling und Pinkel, das ist ein bisschen gemischt. Ja, unter unserem Bau hat es hier Platz zum Chillen. Viel mehr gibt es nicht. Okay.
Und wieder. Wir haben dort hinten das Fenner Jungfenner-Zelt. Und dort nebenan gerade noch eine Ecke, also auch so einen Platz zum Chillen mit einem Tisch und so. Und manchmal nimmt der Tune noch Gitarre für. Hier sind Bauten von Juan und Büffel, BB wie Best Bros. Und hier oben ist Jungfenner-Fenner-Zelt und Bauernzelt und Magic-Zelt. Und hier unten kann man ein bisschen chillen, lesen, essen, schlafen. Und ja, viel mehr kann man hier eigentlich nicht machen. Spannend. Und kann man. Wahrscheinlich hast du im Mittag gespielt. Ja. Kannst du das schnell machen? Ja, genau. Tim? Yes. Er heißt Buch. Putin. Nein, er heißt wie das Waldtier. So heißt Nein, das ist ja Haus. Das ist ja Haus. Nein, das ist der Haus. Ja, das ist ein Problem. 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 Das ist